Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir reagieren heute auf Rätsel. Wer ist nicht gerade schlau? Susi ruft die Polizei, weil ihr Mann nicht zum Abendessen zu Hause war. Als Kommissar Schmidt bei ihr eintrifft, sucht er das Zimmer ab. Danach bittet er Susi, mit ihm zum Verhör aufs Revier zu kommen. Wieso? Weil Susi meinte Abendessen, aber es ist erst 3 Uhr laut Uhr. Der Tisch ist gedeckt, doch nur für eine Person. Hä? Hä? Mich verarscht oder was? Du bist wandern im Wald und verläufst dich auf dem Rückweg. Mhm. Du hast Hunger und siehst dich nach etwas Essbarem um. Okay. Doch du findest nur 3 verschiedene Pilze. Mhm. Der erste hat weiße Lamellen und einen Ring am Stiel. Mhm. Der zweite hat einen großen roten Hut. Mhm. Und der dritte besitzt anstelle von Lamellen eine schwammige Konsistenz und wurde von einem Tier angeknabbert. Mhm. Welcher der 3 ist gefahrlos essbar? Ich würde sagen, der ganz rechts. Weil wenn da schon ein Tier dran geknabbert hat, dann wird er wohl essbar sein. Der erste heißt Amanita Velosa und ist eine gefährliche Champignon-Art. Der zweite nennt sich Fliegenpilz, eine giftige Gattung, die dir unangenehme Halluzinationen verschafft. Am besten nimmst du den schwammigen. So. Hab jetzt mit Ansage alles richtig. Soll ich dir den Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Du hast dich in einer Stadt verirrt und fragst im Schloss nach dem Weg. Klar. Eine unheimliche Person erklärt dir, du müsstest in einem der Zimmer übernachten. Mhm. Überstehst du es, darfst du gehen. Okay. Der Boden des ersten Zimmers ist mit glühender Lava bedeckt. Mhm. Im nächsten lauert ein Rudel hungriger Wölfe. Im dritten gibt es 36 Giftschlangen. Mhm. Und das letzte Zimmer ist ein tropisches Urlaubsresort. In welchem das Ressort ist, weißt du nicht, doch du bekommst einen Hinweis. Oh. Im Gegenteil, Universum, müsstest du dich für das Zimmer Nummer 730 entscheiden. Wo solltest du schlafen? Zimmer 730, Zimmer 37... Zimmer 307, Zimmer 370. Zimmer 37 würde ich dann nehmen. Ist ja 730 einfach rückwärts gelesen, oder? Zimmer 37. Hey, sorry, aber das ist ja das Dümmste, was ich... Also dafür, dass sie es so lange erklärt haben, ist es echt bodenlos, die Antwort. Du bist auf einer einsamen Insel gestrandet, auf der es nur Meerwasser gibt. Ich dachte, das Einzige, das du dabei hast, ist eine Pfanne, Streichhölzer, eine Tasse und eine Plastikplane. Das ist aber ein Topf und keine Pfanne. Wie kommst du an Trinkwasser? Wasser aus dem Meer nehmen, in den Topf, anzünden und essen. Mit einer Palme trinken. Füll Meerwasser in deine Pfanne, koche es mit Hilfe der Streichhölzer und hänge die Plane ein paar Zentimeter darüber. Okay. Dann sammle das verdampfte und destillierte Wasser in deiner Tasse. Das ist schlau. Aber ich dachte, wir wären in einem tropischen Urlaubsparadies. Ein fieser Ingenieur hat dich entführt, um deine Intelligenz zu testen. Klar. Du musst dir einen Ort in unserer Galaxie aussuchen, die Erde ausgenommen, um dort für eine Woche zu überleben. Mars. Dein Sauerstoff reicht nur 48 Stunden lang. Mhm. Wohin würdest du reisen? Ich würde... hier ist ja so ein Raumschiff, also dann würde ich vielleicht wahrscheinlich einfach dahin gehen, denke ich mal. Sämtliche Monde und Planeten unseres Sonnensystems sind unbewohnbar. Deine einzige Option ist die ISS. Du erkundest die Höhlen einer Ausgrabungsstätte. Also, du verirrst dich natürlich. Natürlich verirre ich mich. Ich verirre mich immer in diesen blöden Rätseln irgendwie. Plötzlich stehst du vor 3 langen Tunneln. Klar. Sie alle führen in Sicherheit, doch sie sind mit Fallen gefüllt und du musst deine Schuhe ausziehen. Was? Im ersten Tunnel sind gleich große spitze Nägel gleichmäßig verteilt. Aha. Der zweite Tunnel ist mit Millionen von Skorpionen bevölkert, auf die du auf dem Weg treten müsstest. Mhm. Unter dem Boden des dritten Tunnels verstecken sich scharfe Messer, die bei Bewegung nach oben schnellen. Mhm. Welcher Pfad ist der am wenigsten schmerzhafte? Ich würde den ersten Pfad nehmen, weil die in regelmäßigen Abständen sind und dann kann man einfach über die hinweggehen, glaube ich. Der erste. Da die Nägel gleichmäßig verteilt und alle gleich groß sind, verteilen sie sich gut über die Oberfläche deiner Füße. Und du spürst sie kaum. Hallo, ich habe auf Pause gedrückt. Warum riechst du dann weiter? Du schaffst es auf die andere Seite, wenn du einen Raum voller Gold ziehst. Okay. Ein geheimnisvoller Mann taucht auf und erklärt dir, er würde dich etwas Gold mitnehmen lassen, doch er kann dir nicht das Tor öffnen. Mhm. Und es gibt einen Haken. Das Monster, das das Gold bewacht, darf dich nicht sehen. Okay. Und du kannst nur einmal hinein. Der Mann bietet dir 3 Pillen an. Rote macht dich unsichtbar und lässt dich durch Wände gehen. Die blaue verwandelt dich in einen Hamster und die gelbe verwandelt dich in eine Schlange. Welche der 3 Pillen nimmst du? Ich nehme die Schlange. Den Grund erklärt sie euch gleich. Die blaue. Jedes Mal denke ich mir so alle 2, 3 Wochen, ey, ich hab mal wieder Bock auf so ein Rätselvideo. Such mir eins raus und immer, wenn ich es mir dann anschaue, denke ich während der Reaction schon wieder, ich hab keinen Bock mehr. Hab ich Bock? Ich hab keinen Bock! Du bist Mitte Dezember auf der Spur nach einem Weihnachtsbaum, als du von einem Polarwirbel überrascht wirst und in eine Höhle fließt. Vor dir öffnen sich 3 Tunnel, doch nur einer ist sicher. Egal was ist, ne? Wir können sogar nur einen Weihnachtsbaum kaufen gehen. Es kommt ein Polarsturm und wir sind in einer Höhle mit 3 Gängen. Immer. Es ist immer das Gleiche. Warum kannst du den scheiß Weihnachtsbaum nicht auf dem Supermarktparkplatz kaufen? Der erste führt zum Grund des Marianengrabens. Logisch. Der zweite bringt dich mitten in einen aktiven Vulkan. Und der dritte endet in einem Raum mit 13 Bären. Okay. Welche der 3 Türen ist ungefährlich? Also ich würde sagen, der Vulkan... Weil es ist ja Winter und ja. Nee, zu den Bären, weil die Bären machen Winterschlaf. Der dritte Tunnel. Da es mitten im Winter ist, halten die Bären Winterschlaf. Einfach nochmal nachdenken. Und das Gehirn einschalten. Jetzt wird alles richtig sein. Nein. Janusz kommt zum Abendessen nach Hause. Seine Frau begrüßt ihn und geht nach oben, um sich fertig zu machen. Wie sie halt sie kommt nicht normal mehr wieder. Läuft. Janusz sucht überall nach ihr und ruft schließlich die Polizei. Als die Beamten eintreffen, befragen sie alle Anwesenden. Wer hat das am wenigsten überzeugende Alibi? Der Butler sagt, er hätte in seinem Auto Staub gesaugt. Der Koch erklärt, er hätte das Abendessen für das Paar gekocht. Und die Putzkraft gibt an, sie hätte den Salat geschnitten. Wer, glaubst du, lügt? Ich glaube, der in der Mitte. Die Putzkraft. Salat zu schneiden ist nicht gerade Teil ihres Jobs. Besonders nicht, da es einen Koch gibt. Der Butler hat in seinem Auto Staub gesaugt. Also, sorry, das lassen wir nicht gelten. Eine Gruppe Freunde verbringt Zeit an einer Klippe. Der erste gräbt nach Diamanten, obwohl unter ihm ein Hohlraum ist. Der zweite geht mit verbundenen Augen über ein Holzbrett und ist kurz davor, die Klippe hinunterzustürzen. Die dritte jagt ein kleines Waldtier, ohne darauf zu achten, was um sie herum passiert. Alles klar. Okay, sing mit mir. Alle meine Freunde, wer ist der Dümmste? Beziehungsweise die. Ja, wer? Er ist nicht gerade schlau. Also ich glaube, der mit dem... Alle. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Der Kerl, der nach Diamanten gräbt. Er hat doch einfach keinen Unterkörper, ne? Seine Beine fehlen irgendwie. Bald sehen, dass das Loch zu dem Abgrund führt und würde aufhören. Das Mädchen in Rot würde merken, dass vor ihr nichts ist, wenn sie den nächsten Schritt macht. Am wenigsten schlau ist das Mädchen in Gelb. Sie achtet gar nicht auf ihre Freundin auf dem Brett, die von ihr abhängig ist. 11. Du wachst im Labor eines bösen Wissenschaftlers auf. Warum? Wie kann das denn sein? Ich gehe ganz normal schlafen und wach irgendwo anders auf und dann nicht mal irgendwie in einem Bett mit einem hübschen Mädchen oder so, sondern bei einem bösen Wissenschaftler. Digga, wen willst du verarschen? Wem willst du verarschen? Sein Kollege wird dir helfen zu entkommen, doch du musst beweisen, dass du würdig bist. Er führt dich zu einem Raum mit einer Glasdecke und zeigt dir 3 Türen. Hinter der ersten wartet geschmolzene Lava. Was? Hinter der zweiten sprühen 100 Sprinkler Säure, wenn sie Bewegung wahrnehmen. Hinter der letzten Tür gibt es 50 Spiegel und einen sonnenbetriebenen Laser, der wirklich alles in kleine Stücke schneidet. Einen sonnenbetriebenen Laser. Welche ist die sicherste Tür? Die letzte, weil die Sonne nicht scheinen kann, weil wir logischerweise nachts haben, weil ich eingeschlafen bin und jetzt aufgewacht bin. Also wir gehen durch die letzte Tür. Die dritte. Da du durch die Decke nach draußen sehen kannst, musst du nur warten, bis es dunkel wird und der Laser nicht mehr funktioniert. Wir machen noch ein allerletztes Rätsel. Und wenn das auch wieder irgendein Scheiß ist mit 3 Gängen, 3 Türen, keine Ahnung was, bin ich direkt raus. Deine ausgezeichneten Überlebensfähigkeiten haben dich in deiner Stadt zur Legende gemacht. Und zum Ziel des verrücktesten Wissenschaftlers der Galaxie. Er entführt dich auf seine Privatinsel, um ein letztes Mal deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Er präsentiert dir 3 Wege. Ich bin raus.